Na, das war aber knapp. Das war aber knapp. Da hättest du bald daneben gehauen. Ja, und dich hätte es getroffen. Wäre nicht weiter schlimm. Ne? Oder hier, pam. Ich wäre, oh, aber dann wäre der Nagel direkt dran. Aber ist nicht schlimm. Ich bin so dünn, bei mir ist nicht viel hinter. Ach doch, das ist schon. Achso, ja, du musst außer mal, hier. Sag mal hier. Hallo und herzlich willkommen zum Biervergleich. Richtig, deswegen sind wir heute hier. Ne? Richtig. In der mit. Ach so. David und Frank. Richtig, weil das in der sonst dieswöchigen vergessen. Folge geht es um Moritz. Ja. Ja, Moritz. Moritz. Das hört sich so deutsch an, als wäre da irgendwann mal wieder irgendeiner ausgewandert und hätte dann irgendwie eine Brauerei gegründet und. Ja. Dachte ich auch. Hat er sich getraut? Als ich den Namen gelesen habe. Hat er sich auch getraut, einfach so. Was? Ja, sich so auszuwandern, so unser Mann, hat er sich getraut? Ja, der Louis. Der Louis. Louis. Mhm. Ja, Louis. Der Louis. Ja, ich glaube, es das ist ein Louis. Wenn du den restlichen Namen liest, da ist wohl Louis. Ja. Okay. Und der? Also es war der Louis Moritz Trautmann. Ah. Was für ein Zufall. Und ich habe extra nochmal geguckt und wenn ich es richtig verstanden habe, aber kommen wir gleich zu. Der wanderte aus Pfaffenhofen im Elsass. Was hast du daran jetzt nicht verstanden? Dass das ob Pfaffenhofen jemals deutsch war. Ach so. Ich dachte, das war Auswandern. Ja, vor allen Dingen zu der Zeit, wo er da gelebt hat. Aber das war schon, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es nach Napoleon und ist in dem Zuge französisch geblieben und hat da weiterhin die Außengrenze gebildet. Also die linke Seite des Rheins ist französisch geblieben und die rechte Seite ist damals an Baden-Württemberg, glaube ich, gegangen. Dann war er so. Pfälzer, ne? Weil ich ja Pfaffenhofen, Pfälzer. Nicht, okay. Nee. Also der Teil tatsächlich, ja, da wird es auch irgendwie Namensverschiebungen geben, dass dann ne, die Familien mal hin und her gewandert sind. Da ist ja halt nochmal nur ein Fluss dazwischen. Ja. Aber es war wohl immer französisch. Ich dachte durch den Namen und durch den Ortsnamen vor allen Dingen, schon wieder Deutscher. Aber diesmal wohl nicht. Okay, auf jeden Fall 1856 wurde er Direktor einer kleinen Brauerei. Mhm. Ach so, nachdem er nach Barcelona ausgewandert ist. Genau, der ist nach Barcelona. 56 war da noch was. Hm? 56 war da noch was. Ja, genau, da wurde er Direktor. Aha, ja, aber die Auswanderung, ja? Die war vorher schon. Da ist er nach Barcelona ausgewandert, nach Katalonien, ist ja dieser nördliche Teil von Spanien, nordöstliche Teil, an der Grenze zu Frankreich. Und da ist er 1856 Direktor einer kleinen Brauerei geworden. So Wahnsinn, war das. Wahnsinn. Ja, ich meine, wir haben es doch zusammengekriegt. Was wiederholst du das? In jungen Jahren tatsächlich. Also der war da gerade in seinen 20ern, als er ausgewandert ist. Und ist dann auch, es steht leider nicht, in welchem Jahr er ausgewandert ist. Auf jeden Fall war er wohl noch relativ jung. Und 1858 dann hat er die Brauerei seinem Chef abgekauft. Nein. Doch. 58, zwei Jahre später. Oh. Ja, nein, doch. Oh. Ja. Oh. So, und das war dann so erfolgreich, dass er 1864, also wieder nur weitere 6 Jahre später, weitere Brauereien im Viertel Sant'Antoni gekauft hat. Bis heute gilt es als die erste industriell produzierende Brauerei in Spanien. Nicht Katalonien. Hut ab. Ja, also es stand da so drin, nee, Spanien tatsächlich, also auf der kompletten iberischen Halbinsel, wie das so heißt, ne? Mhm. Ja, genau, zu dem Punkt mit Katalonien kommen wir dann jetzt gleich etwas später. Mhm. Ist aber so jetzt auch, gleich, aber später. Ja, ja, genau, okay. Also heute noch. Ach so, heute noch, ja. Okay. 1978 dann haben seine Nachkommen die Brauerei geschlossen, aufgrund der Wirtschaftskrise, die damals war. Mhm. So, und dann 2004 war Generation 5 und 6. Das stört echt und man hört dann nichts, ne? 2004 war dann Generation 5 und 6. Die brauchte vielleicht Kohle, man weiß es nicht. Vielleicht waren sie auch traditionsbewusst, mag ja auch sein. Mhm. Auf jeden Fall haben die Marke wiederbelebt und firmieren unter der alten Adresse. Mhm. Aber, jetzt kommt das große Aber, die meisten kennen ja Estrella Damm, dieses rote mit dem gelben Stern, das hatten wir auch schon mal. Das ist so die Marke in
Barcelona und in Katalonien. Okay. Also das ist so, egal wo du hinkommst, du kommst, man hört dann echt nichts mehr. Ja, weiß ich. Ja. Auf jeden Fall, das ist da so die absolute Nummer eins. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, das sieht man zwar in den Supermärkten, aber du siehst es kaum in der Gastronomie irgendwo. Okay. Weshalb? Weil wenn Barcelona, und wir waren ja einen Tag da, oder auch Girona und so, die ganze Ecke da, wenn die da schon eine Brauerei haben, auch wenn sie ein bisschen kleiner ist, warum siehst du das kaum in der Gastronomie? Fiel halt irgendwie auf, ne? Dass alles rot ist, aber nichts ist gelb, so ungefähr. Und zwar brauen die das bei La Saragossana. Die sitzen in Saragossa, steht die Brauerei, und das ist Aragonien. Das ist die Provinz westlich von Katalonien. Und da die Katalanen ja immer mit ihrer eigenen Sprache, Barcelona ist deren Hauptstadt, die wollen Unabhängigkeit werden, wollen jetzt gerade frisch gesehen, die wollen wieder, überall hängen Banner, wir wollen ein neues Referendum haben. Mhm. Die trinken kein Bier, was nicht daherkommt. Okay. So, und Estrella Damm wird in Barcelona produziert. Wir sind auch an der Brauerei, mit diesem Rundfahrtenbus fährt man dran vorbei, weil der tatsächlich in der Stadt selber ist die Riesenbrauerei. Mhm. Deswegen ist das alles nur Estrella und ist jetzt so mein Verständnis dafür und nichts mit Moritz, weil Moritz, ja, ist schön und gut, dass da eine Firmenadresse ist, die auch noch ein Brauhaus da betreiben, das Bier aber gar nicht mehr aus katalanisch ist, sondern Spanisch. Und alles, was Spanisch ist, da haben die Katalanen was gegen. Also wir haben auch tatsächlich in ganz Barcelona haben wir 3 spanische Flaggen gesehen und die waren nur auf irgendwelchen öffentlichen Gebäuden. Mhm. Ansonsten siehst du da in ganz Katalonien nicht eine spanische Flagge. Nur die katalanische. Ne, weil das ist tatsächlich, die wollen wie damals die Schotten, die wollen die Unabhängigkeit. Und deswegen ist das dann so ein bisschen... Ja. Und dann nehmen die halt nichts, was von außerhalb kommt. Das ist. Und dann interessiert die dort auch nicht, ob da die Firmenadresse ist oder nicht. Es wird dann nicht gebraut, also trinken wir es nicht. So ungefähr. Ne? Im Supermarkt kriegst du es überall. Gastro, Ja, ich sag mal so, das ist wahrscheinlich falsch verstandener Nationalstolz. Ja, man muss so da, ich habe mir mal die ganze Geschichte von Katalonien angeguckt. Man kann, wenn du die mal über die Jahrhunderte verfolgst, dann kannst du schon verstehen, warum die das machen. Okay, das, wenn du das angeguckt hast. Ja, genau. Nichtsdestotrotz ist das Premium Lager das erste Bier der Brauerei, was man auch früher so das erste Bier, was man entwickelt hat. Mhm. Und jetzt haben wir eben gesehen, wir haben das mal eben mit der Übersetzungs-App übersetzt. Es ist Saatzer Hopfen drin. Und es ist neben Wasser, Gerstenmalz und Hopfen ist auch Reis mit drin. Wahnsinn. Reis. Wie gehst du? Was machst du? Wieso gehst du weg? Ach, der Flaschenöffner. Hast du gerade was weggeworfen? Ja, ja. Ach so. Weil du da immer mit rumgespielt hast. Ja, mein Gott. Über die Mikros hörst du dann echt nichts. Muss das ich auch so, also beim nächsten Mal, wenn du das nochmal machen willst, nächste Folge kannst du auch immer Piep machen. Das ist genau dasselbe. Muss ich nur mal ein bisschen zänken. Und dann haben wir Piep und Piep und ja. Piep und Piep und Piep. Ich muss dich aber zänken. Guck mal, das wäre doch zu langweilig für jeden, wenn ich dich nicht gezankt kriege. Ja. Jeder, der sagt jetzt, der dahinter sitzt, was hast denn du gemacht? Ich nix. Aber anscheinend sind sie ganz schön... Unter Druck, die auch. Guck mal, die stand die ganze Zeit. Ne? Bei einer habe ich tatsächlich ja drauf geguckt, aber... Ah, scheiße. Driss, meine ich. Hast du schon auf? Was eine Sauerei. Ja. Vielleicht trinken die es auch deswegen nicht. Die hat ja jetzt echt die ganze Zeit hier gestanden, vor allen Dingen deine, ne? Ja, die haben alle gestanden. Ja. Okay, dann machen wir jetzt mal kurz einen Cut. Ja, genau, kurze Pause. Was eine Sauerei. So, jetzt gleich musst du klatschen, damit du wegen dem Ton noch was hörst, ne? Ach so, ich schneide das noch raus. Ich habe weiterlaufen lassen. Ich schneide noch raus. Ach so, ich habe auch weiterlaufen lassen. Ja, ich lasse immer laufen. Einfach laufen lassen. Tja, ja, dann haben wir das mal Malheur behoben. Ja, Prost. Was heißt? Ja, verrückt ist trotzdem, ne? Die Polen haben jetzt eine Zeit lang im Kühler gelegen. Wir haben die nur rübergetragen. Gut, bei der einen habe ich mal so gemacht, um mal zu gucken. Ja, aber das und mal so nicht sein, und das mit dem Handy eben, mit der Kamera zu übersetzen. Aber die andere hat ja die ganze Zeit gestanden. Ja. Und die war ja genauso unter Druck. Komisch. Aber anscheinend ist er richtig, richtig... Was hinter? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Also vom Kohlensäure gut. Ein Teil haben wir am Boden gelassen. Ne? Ja, aber trotzdem blubbert es noch was. Ja. Krone ist nicht so stabil.
Farbe ist fast gleich. Riecht ein bisschen nach Aromahopfen, ne? Gut, Sarzer Hopfen ist ja auch, ne? Aber kann es nicht sein, dass das... Wir haben ja schon Mais mit Maisbier getrunken. Wir haben Reis. Reisbier hatten wir auch schon. Und ich finde, die haben alle einen eigenen Geruch. Haben die auch, ja. So dass man sagen kann, wenn du diesen Geruch hast, müsstest du eigentlich sagen können, ja. Ist ja auch hier bei dem, hier ist glaube ich Reis mit drin. Qingdao. Bud Light ist ein Reisbier. Also auch das amerikanische Budweiser, das ganz normale, ist ja mit Reis. Ja. Ja, den Rest liegt in den 14 Schubladen. 14 Schubladen? Ja. Ja. Geil. Gut. Mal gucken, was herauskommt. Ich habe so eine Assoziation jetzt spontan. Ja. Die ist aber völlig abgedreht. Soll ich trotzdem sagen? Sag. Das ist nichts bescheuert genug, ne? Aber ich meine, wir können doch sagen, was wir wollen. Es ist ja nur so ein Hinweis, nicht, dass ihr jetzt das alles so ernst nimmt und sagt, ja, okay. Also es ist wirklich total abgedreht jetzt, ne? Aber das Erste, was mir in den Kopf kam, ich hatte früher eine Katze. So, und wenn du der Nassfutter aufgemacht hast und du hast dann mal so an diesem Deckelchen gerochen, wo dieses Gelee sich so ein bisschen abgesetzt hat, das erinnerte mich jetzt so ein bisschen daran. Deswegen, das ist, sag ich ja, es ist total abgedreht, aber es ist irgendwie riecht so, es schmeckt sehr unerwartet. Da ist so ein Geschmack drin, den ich in einem Bier nicht erwarten würde. Aber meine Schwester wohnt ja in Südafrika. Da haben wir mal Elefanten gefüttert, da haben wir dann so eine Dose aufgemacht. So eine für den Elefant. Von Sheba, ne? Mit dem grauen Elefanten drauf. Also ich habe jetzt nicht, ich hab keine Katzen gehabt, deswegen so. Weiß ich nicht, wie das ist. Aber du hast einen Hund. Hat ja. Der Nassfutter bekommen? Ja, frisches aber. Pansen und aber nie irgendwie so Pedigree oder sowas? Diese aus den nicht. Schalen, diese nee. Oder so? Nee. Nee? Okay. Nee, nee das war mir zu teuer, weil wir sind dann hier zur großen Schlachterei gefahren. Mhm. Und dann kriegst du dann so, ich weiß nicht, habe ich dann so 5 Kilo... Fleisch und da war Knorpel und alles drin mit Pansen. Das wurde dann durch einen Fleischwolf gejagt und ja. Ja, das der war, wirklich gemacht? Ja. Ah. Und das hilft, ne? Denn Anton ist wie alt geworden? 18. Ja. 18 ist Anton geworden. Ein kleiner Mischling. Mhm. Also, was heißt klein? Mittelgroß, würde ich sagen. Mittelgroßer Mischling. Ja. Aber letztendlich war dieses Frischfleisch, er ist ja Fleischfresser. Ja, absolut. Ja, also von daher. Und wenn ich dann so sehe, dieses ganze Gelee-Zeug und so weiter, naja, okay, was mag da alles drin sein? Das ist, können wir jetzt auch aufs Bier zurückkommen und sagen, ja, da sind auch Geschmacksstoffe drin, die dann eben halt versuchen zu sagen, hier, hör mal zu, das Bier schmeckt echt lecker, das möchtest du trinken. Ja, Moritz-Bier, was sagst du dazu? Ich finde, es hat so einen ganz eigenen Geschmack, aber nicht, dass ich jetzt sagen würde, wow. Nee. Also du magst recht haben, dass dieses andere tatsächlich irgendwie, auch wenn Reis ja eigentlich sehr, sehr neutral ist. Ne? Ja. Reis wird ja auch tatsächlich zum Brauen mitgenommen, weil das oftmals oder in der Historie günstiger war, teilweise, weiß der Geier. Wahrscheinlich. Und, beziehungsweise bei den Maisbieren ist es ja auch ähnlich. Ne? Und mein geschmacksfrei sind viele Sachen. Ein Freund von mir, der hat mal mittags gegessen, sagte, mein Gott, ich habe Corona, habe ich gesagt. Du doof, du isst Tofu, deswegen schmeckst du nichts. Ja, der war gut, ja, den kann ich nicht. Ja, ist okay. Den merke ich. Also von daher, wenn jetzt das einer trinkt, ja, Mais hat keinen Geschmack, aber man versucht ja daraus einen Geschmack zu machen. Ja, klar, bringt ja trotzdem das Problem. Auch was mit. Auch Wasser bringt ja Geschmack mit, ne? Klar. So, und, aber das ist, also das ist wirklich schwierig zu sagen. Also es ist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr leichtes Bier. Also Geschmack, ja, hat was Geschmack, aber ich muss ehrlich sagen, nicht mein Geschmack. Jo. Sorry.
Finde ich auch. Also es ist, ja, leicht bin ich auch dabei. Es hat so eine ganz feine, ein bisschen feinherb ist es. Und ja, dann ist tatsächlich da irgendwie so eine Geschmacksnote drin, die so ein bisschen undefinierbar ist. Für uns als für uns eher Bier ungewohnt. Sommeliers, nicht Biersommeliers. Nicht, ach so, ja. Nicht. Bis jetzt, du wirst ja einer. Ja, vielleicht nächstes Jahr. Ja, du wirst aber wahrscheinlich einer. Dieses Jahr hat es im Termin nicht geklappt. Ja, okay, aber er strengt sich an und er ist dran, dass er Biersommelier wird. Also von daher werdet ihr demnächst dann einen haben. Wow. Fachmann hoch 3. Dann müssen wir alle Folgen neu drehen. Ja. Nicht. Und ich werde Flachmann hoch 3. Was? Ja, weil ich bin ja kein Sommelier. Deswegen kann ich nur meine Meinung sagen als normaler Biertrinker und du wirst als dadurch ändern Fachmann sich ja nicht meine Geschmacksknospen. Aber du wirst es wahrscheinlich mehr fein herausfinden können. Na, warten wir mal ab. Okay, es war Basmati-Reis, den sie da zum Brauen genommen haben. Smarty? Basmati. Ach so, Basmati. Es war kein Jasmin-Reis, es war Basmati-Reis. Okay. Weil Jasmin ist ja so ein Duftreis. Das wäre dann doch anders. Ich glaube, das würde, ja, Jasmin. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal Jasmin kennengelernt habe. Ja. Die hat auch geduftet. Oh mein Gott, die hat sich halt kaum geduscht, aber... Deswegen, nee, aber. Ich war gerade bei dem Gedanken, warum wohl ein Bier mit Reis kartoffelgelb ist. Ja. Okay. Also, Fazit von dem Bier. Nächste Woche machen wir. Ja, also, ja, wie schon gesagt, es ist leicht, feinherb, hat so tatsächlich, wir würden es beide auf die Reisnote schieben. Es hat 5,4% Alkohol, das hatten wir, glaube ich, noch vergessen. Und, ja, wenn. Trotzdem, wer in der Ecke mal ist, probieren. Ne? Immer mal ausprobieren. Ohne ne? Frage. Nur so kann man dazulernen und seinen Horizont erweitern. Ob es dann was für denjenigen ist oder nicht oder diejenige, das muss dann jeder für sich selber wissen. Ja, weil jeder Geschmack ist ja anders. Ja. Hätte jetzt sein können, dass du sagst, das ist ein Scheißbier und ich sage, das ist ein Superbier oder umgedreht. Absolut. Also von daher, es ist ja nun mal so, Hefeweizen. Ja, ne? Genau. Und ansonsten sagst du ja auch immer, Heineken ist scheiße. Ich sag, Heineken ist gut. Ne? Von daher. Heineken ist nicht scheiße, aber okay. Ist ja dein Bier, ne? Ich mein Bier. Ist ja mitgebrachtes Bier, ne? Von daher kann es ja nicht so schlecht sein. Eben. Geschenkten Gaul schaut man nicht im Maul. Eben. Ne? Eben. Also von daher. Dein Wasser übrigens ein Traum. Ja, das ist, hör mal. Das kannst du. Ja. Das, wenn ich nichts kann, aber Wasser, das kann ich schon. Ja, super. Ja, also, nächste Woche. Nächste Woche. Was machen wir denn da? Ja. Polen. Genau, wir fahren nach Polen und wir machen Jiviets. Was? Jiviets. Boah, kann ja auch mal Deutsch mit mir reden. Alles klar. Jiviets. Wenn du das sagst, okay, dann ja, würde ich mal sagen. Alles gut. Oha, hoch die Hände. So schlimm ist das. Okay. Naja. Gibt doch keinen Hinweis. Ciao, ciao.